Hey Mamas und Papas! In diesem Video zeigen wir dir die besten 3 Kopfhörer für Kinder, welche es aktuell zu kaufen gibt. Also bleib dran! Kinderohren sind sehr empfindlich, deshalb gibt es bei Kopfhörern für Kinder einiges zu beachten. Stiftung Warentest nahm jetzt 19 Kinderkopfhörer mit und ohne Bluetooth unter die Lupe. Das Ergebnis ist leider größtenteils ernüchternd. Wir stellen euch die Modelle vor, die überzeugen konnten und zeigen euch, was beim Kauf wichtig ist. Ob Mario Kart auf der Konsole, die Kinderserie mit piepsigen Tierstimmen auf dem Tablet oder zum 10. Mal das Hörspiel Benjamin Blümchen als Detektiv. Irgendwann sind auch die stärksten Elternnerven am Ende. Besonders wenn wir viel Zeit drinnen verbringen müssen, kann die dauerhafte Beschallung ganz schön anstrengend sein. Da hilft nur eins: Kopfhörer für Kinder. Aber welche Kinderkopfhörer sind für empfindliche Kinderohren geeignet? Das ernüchternde Ergebnis von der Stiftung Warentest: Viele der Testkandidaten zeigten erhebliche Schwächen. Sie gingen schnell kaputt, überzeugten vom Sound her überhaupt nicht, enthielten Schadstoffe oder waren sogar zu laut für empfindliche Kinderohren. Jetzt zeigen wir dir die großen Gewinner, welche wir dir natürlich in der Videobeschreibung verlinkt haben. Mit zu den besten Modellen, welche mit Bluetooth, also kabellos erhältlich sind, sind die Kinderkopfhörer von JBL. Besonders hervorzuheben ist bei den farbenfrohen Kopfhörern, dass in der Testkategorie Schadstoffe und Gehörschutz dieser Kopfhörer mit der Bestnote 1,0 bewertet wurde. Ebenfalls sind Tragekomfort und Handhabung positiv aufgefallen. JBL hat bei diesem Modell vieles richtig gemacht. Der legendäre und oft gelobte JBL-Sound ist in diesen Kinderkopfhörern mit einer Lautstärkenbegrenzung bei 85 Dezibel abgeriegelt. In knallbunten Farben wurden die Kopfhörer speziell für Kinder entwickelt. Die Ohrpolster passen perfekt auf Kinderohren und sind zudem zusammenklappbar, wenn man sie in der Tasche verstauen möchte. Erhältlich sind die JBL-Kopfhörer für Kinder in den Farbkombinationen Rot und Blau, Hellblau und Rosa sowie Knallgrün. Neben der Stiftung Warentest haben auch die Kunden ihre Bewertung abgegeben. Mit 4,6 von 5 möglichen Sternen werden diese Kinderkopfhörer hoch gelobt. Alle weiteren Informationen und den aktuellen reduzierten Preis findest du in der Videobeschreibung verlinkt. Wer ein etwas kleineres Budget hat, aber dennoch das Premium-Feeling für seine Kleinen haben möchte, der greift zu den Zapik Kinderkopfhörern. Dieses Modell ist super in der Handhabung. Die Tonqualität sowohl über Bluetooth als auch über Kabel ist bemerkenswert gut und sonst gibt es auch wenig zu meckern. Daher ist dies ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Auch hier ist natürlich die Dezibel-Lautstärke auf 85 beschränkt, sodass dies die Maximallautstärke sein kann. Der Kopfhörer ist zudem weich gepolstert und dank des verstellbaren Bügels sitzt der Kopfhörer fest und angenehm am Kinderkopf. Das Tragen des Kopfhörers über einen längeren Zeitraum erzeugt keine Unbequemlichkeiten. Kleine Abstriche müssen bei der Anleitung gemacht werden. Die deutsche Version muss dringend überarbeitet werden. Wer aber erst das Deutsche und dann zum Beispiel Englische liest, sollte mit etwas Übung alle Funktionen reibungslos nutzen können. Alle weiteren Informationen und den aktuellen reduzierten Preis findest du in der Videobeschreibung verlinkt. Als absoluten Preistipp und Schnäppchen in dieser Reihe sind die Kopfhörer für Kinder vom Hersteller Philips eine exzellente Wahl. Für unter 20 Euro bekommt man hier solide und, was viel wichtiger ist, sichere Kinderkopfhörer. Der einfache, ergonomische Bügel ist komfortabel, vollständig an jeden Kinderkopf anpassbar und wächst mit. Die Lautstärke der Kopfhörer für Kinder ist sicher für jedes Kind. Die maximale Lautstärke ist für ein sicheres Musikerlebnis auf 85 Dezibel begrenzt. Der schlanke Bügel ist derart leicht und bequem, dass er mit Freude stundenlang getragen werden kann. Viele Eltern berichten, dass Kinder sogar vergessen haben, dass sie ihn überhaupt tragen. Mit überzeugenden 4,5 von 5 Sternen liegt dieses Modell bei der Wahl von Kinderkopfhörern ebenfalls ganz vorn. Alle weiteren Informationen und den aktuellen reduzierten Preis findest du in der Videobeschreibung verlinkt. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Du würdest mir enorm helfen, indem du diesem Video einen Daumen nach oben geben würdest. Einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.